Danke! Den Göttern sei Dank für deine Hilfe! Ich bin nicht wegen dir hier. So, guck mal hier. Ascension haben wir durchgespielt. Wir gehen in den ersten Teil God of War weiter rein. Ich möchte hier mal die Geschichte weitererleben von God of War. Ja, zum Glück. 7.48 PM. Auch so spät habe ich noch gespielt. Habe ich wirklich um 20 Uhr noch gespielt. Hier, 25 Minuten. Auswählen. Wird geladen. Stimmt, wir wollten jetzt hochklettern aufs Schiff und gegen die Hydra kämpfen. Gegen das Wesen, wo auch Poseidon sagt, dass die in seinem Meer wütet und die muss weg. So war, glaube ich, die Story, ne? So war es, glaube ich. So war die Geschichte an der Stelle. Hier müssen wir hoch. Genau, da haben wir letztes Mal gestanden. Wieso sterben sie nicht? Es ist der Große! Er heilt über die anderen! Götter! Wir schaffen es nicht! Wir sind des Todes! Wir sind verloren! Das ist unser aller Ende! Poseidon! Rette mich! Ja, ist schon laut, ne? So, wir müssen jetzt gucken. What the heck? Warte mal, das ist ja einfach wirklich so laut. Hier muss ich ganz kurz nochmal rein. Muss mal gucken, das ist so laut, muss das nicht sein, oder? Wir müssen sie nicht die Ohren kaputt machen, oder was sagt ihr? So, witzig. So. Ich hätte ja gerne, mit der nochmal Cursor-Tasten gespielt. Okay, also das heißt, die mittlere macht die, heilt die immer. Okay. Müssen wir also erstmal gucken. Magie habe ich schon, guck mal. Was kann ich jetzt machen? Ah, okay. Hat geklappt. Da habe ich nicht was leuchten gesehen. Ah, kann ich aber erst nicht machen. Okay, kann ich erstmal nicht machen. Dann ist erstmal der dran. Au, au, au. Ja, ich habe nämlich mal vorgesagt, wenn wir das nächste Mal, nächstes Jahr wollen wir nach Griechenland fliegen. In der Nähe von Athen. Ich will einfach mal an die Städten, wo die griechische Mythologie einfach auch spielt, ne? Alter, ohne Witz hier. Hau ab, Mann! Oh, da ist er. Ja, da liegt sie, da liegt sie. Da leuchtet immer diese Spitze, ne? Ah! Hoch da jetzt! Hoch da! Jetzt ist jetzt drauf, okay, jawoll! Jetzt geh mal hoch. Na du? Ich schlag einfach drauf. Hast du das gebracht gerade? Sonst kann ich ja nicht anders, ne? Kann ich bloß so machen. Aber was bringt mir das? Die frisst mich doch hier halb. Oh. Ah, okay. Ah, okay, hier runter darf ich nicht. Geh kaputt! Hier wollen wir auch irgendwie ausweichen, ne? Da könnte man doch auch irgendwie.
So, ja genau. Wir haben heute übrigens klar gemacht, das ganz kurz nochmal zum Hinweis. Im April ist ja die Kaktusmesse in Leipzig. Und da haben wir heute ein Hotel gebucht. Das heißt, wir werden also quasi auch von dem Freitag zu Samstag dann in Leipzig sein. Oh! Und ich bin so gespannt, was es auf der, wie so eine Spielemesse aus, ne? Also ich war da noch nie auf einer Spielemesse. Ich hab, Kreis, ich hab keine Ahnung, wie sowas abläuft und was da so zu sehen gibt, ne? Okay, war das jetzt, das war aber jetzt nicht dolle, oder? Da habe ich doch was falsch gemacht. Ja, schön, na klar. Bis komplett einmal bis runter. So muss das. Und wieder hoch. Was mache ich denn mit meinem Blitz da eigentlich? Was ist das? Also andere würden ja mal so ein Vieh auch treffen, glaube ich, ne? Aber nicht ich. Ja, genau. Ich nicht. Ja, ja. Komm, komm, komm. Beiß zu hier. Beiß. Da, okay, da ist wieder K.O. Ich dachte, komm, hör auf, ey. Das kann wieder nur mir passieren, so ein Scheiß, hä? Da kriegst du doch die Krise. Wallerkrise kriegst du da. Ach, komm halt doch. Ach, komm. Ja, 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 ja. Kennt ihr das noch von früher? Da hat man immer gesagt, nennen wir mal zwei Körperteile. Hals, Maul. Ey, komm. Das waren Sprüche. Die hatten damals so richtige Sprüche drauf. Nicht so wie heute, die Jugend von heute. Kann ich denn ernst sein? Wieso? Du dummes Vieh, komm jetzt her hier. Und wieder bis ganz runter. Ach, hör doch auf. Da hat ja sogar Poseidon seine Probleme mit dem Vieh, ne? Aber das kann doch nicht sein. So, jetzt kommen wir, machen wir es einfach mal so. Die nimmt ja, also ein bisschen, guck mal hier. Aber das ist jetzt so wenig Schaden. Jetzt hat sie wieder gebissen. Ey, guck mal, die nimmt gar keinen Schaden. Was ist denn hier falsch? Jetzt, ah. Die hat gerade, muss die das Maul offen haben, damit die Schaden nimmt oder was? Bei Blinken tut sie. Jetzt komm. Kreis. Ganz oft Kreis. Ah, guck mal, der Mast geht kaputt. Ihnen wird zur Last gelegt, sie hätten... Ach, das ist auch alles so ein alter, alte Sprüche, ne? Kennt alles keiner mehr. Naja, wie viel... Komm, geh K.O., Mann! Ich muss den Mast kaputt machen. Jetzt ist sie wieder gesund. Die heilt sich. Hallo. Alter, ist der doof oder was? Ach, halt doch, komm. Leck mich an die Füße, Alter. Was ist hier nicht richtig? Das gibt's doch nicht. Erstmal wieder schön 20 Minuten kämpfen gegen eine dumme Hydra. Komm jetzt hier, K.O. Jetzt habe ich Kreis. Ganz oft Kreis. Und ran an den Mast. Jetzt der Mast kaputt. Und jetzt? Jetzt müssen wir bestimmt auf den Mast draufspießen. Komm her, du.
Geht mir auf den Sack, dieses dumme Vieh, ne? So laut. Es macht einen Krawall. Kann ich überhaupt nicht leiden, sowas. Ich bin so eher der Typ fürs Ruhige, weißt du? Ich krieg dich los, keine Angst. Du kriegst, dich kriegen wir weg. Ich hab doch gar nicht verloren. Ich spiele auf easy, meine Dame. Ah, ich treffe die nicht, ne? Komm nicht an die ran. Kreis, Kreis! Kreis! Und jetzt? Kreis! Mehrmals Kreis, okay? Mach ich, mach ich. Der Spartaner. Mach die Hydra kaputt. Schön mit den Chaosklingen. Gut, naja, haben wir die Hydra kaputt. Da ist jemand drin. Götter, helft mir! Danke! Den Göttern sei Dank für deine Hilfe! Ich bin nicht wegen dir hier. Was ist das für ein Typ? Sie haben den Kapitänsschlüssel erhalten. Echt jetzt, was ist das für ein Typ? Das ist Kratos, hä? Das ist Kratos. Anderen helfen muss man ja nicht. Nö, nö. Da oben, ah, da sind Kisten. Gehen wir da mal hingucken. Ich weiß immer, ich habe nur zuerst das God of War vs. 18 gespielt. Und da haben wir alle gesagt, Kratos, wie er früher war, hat mir besser gefallen. Das ist doch, Mist ist das doch. Der ist einfach nur böse. Sie haben ein Gorgonenauge, okay. Haben wir hier drüben auch noch was? Ich gehe mal noch hier schnell gucken. Vor allem ist der als Krieger und als Spartaner auch schon so böse. Der, ich weiß ja gar nicht, warum geht der so ab? So, jetzt können wir mal da reingehen. Ich glaube, hier ist irgendwo die Kajüte, ne? Vom Kapitän. Ne, die ist ja nicht hier. Hä? Achso, die ist hier unten, ne? War das nicht so? Nö. Runter komme ich auch nicht mehr. Wie komme ich jetzt rein in das Schiff? Wo muss ich hin? Hier runter? Nö. Doch. Naja, dann kommen wir hier runter. Ich glaube, hier unten muss man doch irgendwie rein, oder? Ist hier nicht irgendwie die verschlossene Tür gewesen? Ich speichere mal eben hier. Ja, ich speichere mal ganz kurz. Ja, hier kannst du ja, musst du aufpassen. Hier kannst du ja nicht einfach Schluss machen. Hier ist ja ganz schnell, hast du hier Pech und dann ist alles vorbei, ne? Also das ist ja... Du musst ja hier wie bei, das kennt man ja noch damals, Spielstand an einer bestimmten Stelle und so. Ach guck mal, hier haben wir die Kraft des Poseidon bekommen. Muss ich jetzt wieder zurückrennen? Nee. Nee, das kann ja auch nicht sein, oder? Warte mal, hier bin ich ja auch falsch. Hier irgendwo hochklettern? Nö. Ich muss hier durch. Wo ist jetzt die Kajüte des Chefs? Das... Wo muss ich da hin? Also muss ich doch da hoch. Kapitänskajüte. Also im Maul der Schlange ist es schon mal nicht. Kann ich hier runterspringen? Irgendwie? Nee, geht auch nicht, ne? Achso, warte mal, hier ist bestimmt hier oben. Ja, guck mal, hier ist ein Seil. Ich bin auch ein Idiot, ne?
Ja, okay. Da habe ich schon davor gestanden. Aber jetzt können wir hier nochmal speichern. Sicher ist sicher. Machen wir jetzt auf der Stelle 1 gleich. Da habe ich mehrere Stellen. Gut. Dann guck mal jetzt, muss ja da hinten die Kajüte sein. Oder guck mal, hallo Leute, er lebt ja noch. Ach komm, nein! Alle Hoffnung ist dahin. Und Kratos stürzte sich vom höchsten Berg ganz Griechenlands hinab. Nach 10 Jahren des Leidens, 10 Jahren endloser Albträume, sollte dies nun das Ende sein.